Kabarett im Turm, 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 Kabarett im Turm. Schichteln über den Dächern von Wien. ORF 3. Schau nur, weil die Fernbedienung nicht mehr fängt. ORF 3. Weltklasse. Kabarett im Turm. Wir können das alles schneiden. ORF 3. Hab doch billig. Kabarett im Turm. Ja. Ich will! Ich nicht. Arthur, wir zwar. ORF 3. Schalt ein, der Zipfel! Ob oben auf, ob unten dran, ob mehr von links, ob kurz, ob lang, ob eisig kalt, ob ganz schön heiß, ob himmelblau oder weiß, ob's schneit, ob's regnet, die Sonne scheint, ob frisch geschieden oder vereint, ob großer Hunger oder Durst, der Text von dem Lied ist wurscht, cha cha cha. Hallo! Einen wunderschönen guten Abend hier bei Kabarett im Turm. Freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ein paar kommen mir ja fast bekannt vor. Aber ich freue mich wirklich, dass ich hier erstmals auftreten darf. Das ist natürlich für mich eine sehr, sehr große Ehre. Jetzt, wo sich wieder alles ein bisschen zu normalisieren beginnt, nicht? Also Corona ist ja überwunden, hat zumindest der Minister gesagt, also Corona ist vorbei. Nein, ja. Nein, also so hat er es nicht gesagt. Er hat nur gesagt, mir ist wurscht. Ja, also das war eigentlich, das ist durchgekommen, wurscht, macht's, wie's wollt's, nicht? Früher, in der guten alten Zeit, wenn's da Grippe hast und du hast 39 Grad Fieber gehabt und einen Schüttelfrost, bist daheim geblieben. Ja, einfach so. Und jetzt darfst du aber auch weggehen. Ja, mit 42 Grad Fieber und Schüttelfrost darfst du weg. Darfst auch in ein Lokal gehen? Selbstverständlich, du kannst hinsetzen, was machst du, jetzt ein Bier, Wallleiwand. Kannst du dort ein Bier bestellen, aber du darfst es nicht trinken. Das ist das Problem, weißt du ja, den Zutz. Also die FFP2-Maske auf hast, jetzt kannst du das nicht. Aber da habe ich einen Tipp für alle, die sagen, ma, 42 Grad, ähnlich habe ich 42 und Schüttelfrost, ich gehe zum Wirten. Da habe ich einen Tipp, sie bestellen sich ein Bier, leeren sie es über den Schädel und dann zuzeln sie die FFP2-Masken aus. So. Ja, da würden Sie dem Minister ein Schnippchen schlagen. Nein, es ist ja wirklich arg, was da in dieser Pandemiezeit alles passiert ist. Also ich möchte Sie ja nicht zu lange belästigen, das verspreche ich Ihnen, aber so irgendwie Realsatire habe ich selber erlebt in einem, fangen wir anders an, kennen Sie Wien? Gut, das ist einmal die Basis. Sie kennen Wien, kennen Sie auch die U6? Überfüllte U6, das ist Hardcore Wien. Und dort habe ich folgende sehr hübsche Szene, in der Hochblüte der Pandemie, habe ich folgende Szene beobachten dürfen. Wasser! Ja, so hat man in Wien dieses Problem gelöst. Nicht? Ja. Keiner hat sich aufgeregt, alle haben, ja, so ist es. Man hat ja überhaupt das Gefühl gehabt, dass in dieser Pandemie mehr Leute an Corona vertrottelt sind als gestorben. Schon, oder? Zumindest habe ich in letzter Zeit mehr Alkohol in die Hände verrieben, als dass ich getrunken werde. Also das ist, ja. Aber sonst ist mir in der Pandemie eigentlich alles gut gelungen. Ja, ich glaube, die Aufgabenstellung war zuzunehmen. Perfekt. Ist mir überraschenderweise gar nicht so schwer gefallen. Das ist eigentlich recht geschmeidig gegangen. Ja. Jetzt liege ich oft nackt im Gras, wie Gott mich schuf, nur dicker.
Ja. Und da fällt mir jetzt immer meine Oma ein. Meine Oma hat nämlich immer gesagt, Buh, steh grad, tu den Bauch nicht so raus, weil das bleibt da. Sie hatte recht. Eine sehr schlaue Frau, ja. Hat aber auch Vorteile. Ich habe mir jetzt im Sommer einen neuen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Passt wie angegossen. Für alle, die ähnliche Gedanken haben, ein kleiner Tipp. Also wenn der Partner, die Partnerin zu Ihnen sagen sollte, du Liebling, hast du das Gefühl, dass ich in der Pandemie zugenommen habe, bitte dann sagen Sie ja nicht. Schatz, du warst schon vorher nicht schlank. Da würden Sie automatisch zu den Corona-Toten gezählt werden. Apropos, kennen Sie die langweiligste Stellung? Ich unten, keiner oben. Aha, kennen offensichtlich mehrere. Ja, weil das so viel hat er noch nie wer gelacht. Ja. Nein, aber sonst bin ich gut durch die Pandemiezeit gekommen. Es ist alles wirklich geschmeidig gegangen. Ja, auch der Staat hat uns Kabarettisten ja auf Händen federleicht getragen. Braucht wer eine Niere? Noch könnten Sie sich's aussuchen. Ja. Aber es ist ja wirklich, und bitte, und keiner weiß, wie es weitergeht. Das ist ja das Arge. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Bitte, das Einzige, das ist aber fix, dass niemand im Jahre 2017 die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, richtig beantwortet. Ja, und ich habe so wenig zum Arbeiten gehabt, dass mir war schon so fad. Und ich habe ja Dinge begonnen, ich habe plötzlich begonnen, Zeitungen zu lesen. Heute. Das ist auch, Butter ist auch Hardcore Wien. Ja, heute. Heute hat zum Beispiel getitelt, ja, Corona-Test positiv, Friseurtermin futsch. Schicksalsschläge. Aber auch die Krone-Zeitung hat sofort gekontert mit mehr Corona-Tests, daher mehr Infizierte. Bitte auf das daher zu achten. Ja, da musst du schon ein schlauer Redakteur sein. Ja? Aber niemand hat geschrieben, mehr IQ-Tests, daher noch mehr Trotteln. Also da gab es ja eine Zeit, wo man gesagt hat, ja, ich impfe nicht. Und viele haben gesagt, nein, ich impfe nicht. Und die ich impfe nicht, die habe ich überhaupt super gefunden. Bitte, die kaufen Sie beim Hofer den 10er-Pack Frankfurter um 99 Cent, lassen Sie aber nicht impfen, weil Sie nicht wissen, was drinnen ist. Was? Verstehe nicht. Und ich habe auch diese Demos genossen. Also, wo, ich habe mir das immer angeschaut, Ö24, glaube ich, die haben das live übertragen, was da gegangen ist mit den Schildern. Und da ist auf vielen Schildern drauf gestanden, mein Körper, meine Entscheidung. Dann hast du die Leute so angeschaut. Eine Frage, wir haben es uns nicht aussuchen können, aber die offensichtlich schon, und da überlegst du, richtig gewählt? Ich weiß nicht, ja. Mein Körper, meine Entscheidung. Da denkt man sich, ich weiß nicht, ja. Na, was ich alles gemacht habe, ich habe dann nicht nur so Tageszeitungen, ich habe auch so Bunt-Magazine gelesen, zum Beispiel Gala. Und die Bunte, na, das ist hochinteressant. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass die Sarah Connor, sagt Ihnen Sarah Connor was? Deutsche Sängerin Sarah Connor, die hat in der Pandemiezeit, Lockdowns aller Art, hat die ein Duett mit ihrer Tochter aufgenommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass die eine Tochter hat, die hat offensichtlich eine 8-jährige Tochter. Und dieses Kind heißt Delphine Malou. Wirklich wahr? Echt? Das Kind heißt Delphine Malou. Muss ein Wunschkind gewesen sein, weil sonst jetzt heißen Thunfisch Malheur. Thunfisch Malheur. Ja. Und Nina Hagen, ebenfalls eine deutsche Sängerin, Nina Hagen, die hat in einem Interview einen Preis gegeben, dass sie beim Frauenarzt war, und der hat gesagt, hey, liebe Fragen, gratuliere, Sie empfangen einen Sohn. Und ich so, scheiße, Bub, ich habe gar keinen Bubennamen, was mache ich nicht? Und dann ist er rausgegangen beim Frauenarzt, eingestiegen in den Lift, nicht? Und dort ist gestanden Otis. Kein Scheiß, der Bub heißt Otis. Das musst du dir vorstellen, Otis Hagen. Dabei muss der Burner glücklich sein, dass er nicht in einen Thyssen-Krupp gefahren ist. Ja, stellen Sie ihn vor, der Bub heißt Thyssen-Krupp Hagen. Ja, da frisst jeden Tag ein Toffelschwamm, da kommt es gar nicht.
Tristan Kruphagen bitte an die Tafel. Sie hat auch gesagt, dass sie froh war, dass sie keine Zwillinge erwartet hat, weil sie hätte nur von einem den Vater gewusst. Ach doch, Kinder. Kinder. Also, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Der hat doch schon so an Bord. Also das ist nicht original. Das ist nicht, den haben wir hier dazu geschwindelt. Die Wuchtel wollte ich noch drinnen haben. Es passieren ja wirklich, bei diesen Promis passieren da Sachen, zum Beispiel diese Verona Poth, geborene Feldbusch, ja, die Frau Feldbusch, die hat in einem Interview gesagt, dass sie ihre Kinder nach dem Zeugungsort benannt hat. Ja, also der eine Burle von der heißt San Diego Poth. Klingt geschmeidig. In unseren Breiten, ich weiß nicht, ja. Hadersdorf Weidlingau grad doch will. Ja, da ist gescheiter Matura-Ball Meierhofer, nicht? Ja. Oder Waschmaschine Edlinger. Jetzt arbeiten Sie am Bild, gell? Ich merke es sofort. Gut, in Zeiten wie diesen ist ja alles anders. In Zeiten wie diesen hassen die Kinder dann Homeoffice Hasenöhrl, nicht? Oder Impfstraße Weißheidinger, ja. Ja. Nein, aber Sie sehen, also es geht uns ja schon wieder gut, nicht? Man darf schon wieder Kunst betreiben, also Sie dürfen hier schon so sitzen, ungestraft. Es geht wieder ein bisschen bergauf mit der Kultur. Ja, es gibt immer wieder Veranstaltungen, auch Anna Netrebko darf wieder singen. Anna Netrebko war ja eine Verstoßene, aber wir in Österreich, wir haben ein großes Herz. Wir haben sie pardoniert, selbstverständlich. Die hat ja auch nichts dafür können, dass der Putin zu ihrem 50er einlädt, nicht? Also bitte, wenn mich der Nehammer zu meinem 70er einlädt, gehe ich auch hin. Ja, na offensichtlich hat sie heute eine gute Bar. Also, na ja. Ja. Da gehst du nicht durstig heim, gell? Wenn die sogar die Kobra leid unter den Tisch tschechert. Also, da. Ja, das kann. Nein, da kann die Anna Netrebko nichts dafür. Nein. Also sie darf wieder an der Staatsoper bei uns singen, wobei man ja dazu sagen muss, Nona ist ja Österreicherin. Also ich habe recherchiert, seit 16 Jahren ist Anna Netrebko Österreicherin, spricht nach wie vor kein Wort Deutsch, singt aber recht hübsch. Also wenn Sie einen Flüchtling aus Ghana bei sich im Keller versteckt haben, dann sagen Sie am Depper, der lernt nicht Deutsch, lernt singen. Aber man fragt sich, warum kommen die alle zu uns? Ha? Freiwillig in ein Land von Raunzern. Ich meine, gut, wir können es uns nicht mehr aussuchen, aber täten Sie noch mal aufzeigen, für uns ist es jetzt spät. Nicht? Aber da kommen die alle zu, freiwillig in ein Land. Überlegen wir mal Österreich, ganz nüchtern. Ja? Überall, wo du hinkommst, das Weder. Ja, bin ich schon als Österreicher angefressen. Nicht? Machst du in der Früh das Fenster auf, das Weder. Überall die Berge, da rast du um, musst schon wieder wo so ein Tulle. Ja? Das muss ich auch nicht sagen, geht in Holland auch anders. Dann verstehst du, die Leute, was, wenn es in Österreich wenigstens keine Leute gab, aber die Leute. Und bitte, man darf nicht vergessen, wir leben in einem Land, wo das Lied Schnappi, das kleine Krokodil, 11 Wochen an dem Platz 1 der Charts waren. Und da wollen die freiwillig daher. Hat mich natürlich interessiert. Und man dachte, da muss ich recherchieren, da muss ich nachschauen. Und ich glaube, ich weiß es. Pass auf. Es gibt in England eine Universität in Leicester, das können Sie im Internet überprüfen, in Leicester, und die haben die Weltkarte des Glücks erstellt. Und da sind wir Österreicher an dritter Stelle. Wir Österreicher sind das drittglücklichste Land. Also da sitzt irgendein Haverer, ja, in Burundi am Tanganyikasee, Laptop auf dem Dings, schaut in die Weltkarte des Glücks und sagt, ah, Österreich dritte Stelle, ich scheiß auf Burundi. Ist schon da. Freiwillig in ein Land von Raunzen. Wir sind das drittglücklichste und wir raunzen schon so. Jetzt stellen Sie sich vor, wie wir das Raunzen täterten, wenn wir am Platz 32 lägen. Andererseits beim Fußball liegen wir auf Platz 32. Ja, vielleicht hängt das eh zusammen. Ja, vielleicht sind wir deshalb so glücklich, weil wir immer so botscherte Kicker haben.
Oder vielleicht sind die Kicker so botschert, weil sie eh schon so glücklich sind. Wieso sollte der noch rennen? Hey, ein Gänseblümchen. Ja, aber ich glaube, es ist auch so, ich meine, ich weiß, die alten Kicker, die habe ich alle kennt, aber jetzt, man kennt die Kicker ja nicht mehr, kennt nicht, also die, ich kenne gerade einmal drei, nicht Alaba, Februar, Balthasar. Aber mehr weiß ich nicht, ja, das ist schwierig, da kann man sich auch nicht so identifizieren mit der Mannschaft. Außerdem, ich glaube, es liegt an unserer Bundeshymne. Ja, wir haben eine Bundeshymne, was am Anfang gleich mal so oben geht. So Land, was? Andere, alle anderen Länder fröhlich. Mir Land. Ja. Bis der Arnautovic den Sound aus die Uhr wascheln hat, stellt 3-0 für die Deutschen. Nein, bitte, aber Sie dürfen mich jetzt nicht falsch verstehen. Nein, ich bin glühender Österreicher, natürlich, ich möchte nicht tauschen. Nein, großartig, ich bin glühender. Sind wir doch froh, dass wir in diesem wunderschönen Land leben können, oder? Sind wir froh? Jawohl, bravo, genauso muss es sein. Ja, genau, ja. Außerdem, was war denn die Alternative? Ha, wollen Sie ein Biefke sein? Na, oder Amerikaner, die Amerikaner sind auch noch ärger. Also Amerikaner, die sind da völlig durchgeknallt im Moment. Ja? Also 9-11, Trump, Corona. Du darfst nicht gescheit in Amerika einreisen, darfst nicht einmal mehr gescheit ein Handgepäck mitnehmen. Die Schuhe musst ausziehen, werden extra durchleuchtet. Ich schwöre es Ihnen, es wird nicht mehr lange dauern, wirst du dich pudelnackert ausziehen müssen, wenn du durch diesen Security da durchgehst. Und dann wird auf der anderen Seite nur so ein Henker stehen und wird sagen, und? Was haben wir in dem Sackerl? Wieso ist das nicht durchsichtig? Ist da Flüssigkeit drinnen? Und was wollen Sie mit der Klammzündschnur? Ja, wir müssen eh nicht nach Amerika. Bleiben wir da, machen wir Urlaub in Europa. Ja, apropos Urlaub in Europa, ich weiß nicht, wie Sie es gemanagt haben im Jahr 2020 war kein Urlaub möglich, im Jahr 2021 war kein Urlaub möglich, mein letzter gescheiter Urlaub davor war 2019. 2019 war ich das letzte Mal wirklich so auf einem Urlaub und das war aber dafür, das war geil, so ein super Urlaub. Da war ich nämlich das erste Mal all-inclusive. Kennen Sie all-inclusive? Schauen Sie, die Dame, sie war noch nie all-inclusive. Sie waren noch nie all inclusive. Wer war schon? Ehrlich? Ja, doch, bravo, bitte nehmen Sie. Aber ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie total. Ich hatte auch so Vorurteile. Ich hatte Vorurteile. Da fahren nur die Prolos. Nein, ich auch. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen. Na, das war ein Urlaub großartig. Super Resort. Ja, 1600 Leute. Überschaubar. 417 liegen. Ist sie genau ausgegangen. Ja gut, wenn man jetzt ein Haar in der Suppe suchen täte, dann ist es das mit den Liegen. Ja, und die Liegen sind ja eh leer. Also da liegt nur ein hoteleigenes Handtüchel drauf und das schmürgelt in der Sonne vor sich hin und sonst ist es. Und bin ich halt zur Rezeption und habe gesagt, hello, nicht Englisch, hello, what's about your lies? Sie all occupied with the tiles from you, I paid for a lie. Sehr viel, wenn du lie on a lie, was on mit my lie, nicht? Und die hat eh gleich gesagt, yes, it's forbidden, take gewesen, da a lie, you say on the lie, and if you lie on the lie, sind jetzt eh gleich your lie. Habe ich mich höflich verabschiedet, lie. Na, aber doch, probier's das. Also ich gehe hin zu irgendeiner Liege, Handtitel weg, leg mich hin. Herrlich. Keine 5 Minuten später kommt so ein 19. Bezirksschnösel. Hallo, was machen Sie da auf meiner Liege? Die habe ich um 4 Uhr in der Früh persönlich reserviert. Sie hören von meinem Anwalt, das ist meine Liege. Und dann ich, in meiner ruhigen, entspannten Akademikerart. Jetzt ist aber meine geschossen! Das ist mir heute noch unangenehm. Das ist normalerweise nicht meine Ausdrucksweise, ja, aber in dem Fall kriegst du solche Karren. Ja, aber es hat funktioniert.
Ein herrlicher Sommersonnentag auf meiner eigenen Liege. Aber das super, probierst es am nächsten Tag wieder. Ich irgendwo zu irgendeiner Liege hin, hand dich weg, leg mich hin. Herrlich. Keine fünf Minuten später kommt so ein 2 Meter Kolchosen-Russen-Cornetto, wo du gesehen hast, der ist im Zweitberuf Axtmörder. Ein Gröschmierder kommt erst einmal darüber nicht. Ja? Ein Gröschmierder schmiert noch schmiert. Ha? Man schmiert das nicht, niert man das, schmiert man niert, niert, niert. Habe ich es ihm überlassen. Na, hat er recht gehabt, war seine, das ist. Den restlichen Urlaub habe ich nur geschaut, wo liegt der 19. Bezirksschnösel. Für alle ein entspannter Urlaub. Ja, ja. Nein, ich kann es Ihnen wirklich, Gnädige Frau, man lernt sich selber auch neu kennen. Echt, man entdeckt Facetten an einem, die man vorher nicht vermutet. Bitte allein das Trinkverhalten. Das Trinkverhalten ändert sich bei einem All-Inclusive-Urlaub. Du trinkst dort Dinge. Ich würdest du zu Hause nicht einmal das Glasl angreifen. Ja, diesen Industriespiritus hast du da unkontrolliert in die Figur, nur weil es gratis ist. Das ist überhaupt ein Phänomen. Ich glaube, in dem Moment, wo du die Bandeln umbinden, schneiden sie da oben ein paar Synapsen durch. Du glaubst wirklich, die schenken dir das. Ja, du checkst das in der Sekunde nicht mehr, dass du das ein halbes Jahr vorher eh schon alles brennt hast. Ja, du bist noch angefressen, wenn sie um Mitternacht die Bar zusperren und schmuggelst noch schnell 5 von den Blindmacher aufs Zimmer. Was ich nicht so gebraucht habe, das sind die Spiele mit fremden Menschen. Gell? Also, junger Mann, Sie wirken wahnsinnig sympathisch, aber ich mag jetzt nicht gleich mit Ihnen Boccia spielen. Verstehen Sie mich? Das wäre, gell, Sie auch nicht. Gell? Wie kommen wir zwar dazu, dass, verstehst du, das wäre zu intim. Lernen wir uns einmal kennen, saufen wir durch die ganze Nacht, dann spielen wir morgen Darts auch. Ja, aber mit. Oder, dass Sie ein bisschen ein Bild machen können. In All-Inclusive-Urlaube, das, also für alle, die schon waren, Volleyball! Gell? Immer und überall. Volleyball! Und das Interessante dort ist ja, das darf dort nicht jeder schreien. Die haben dort Animateure und die dazu passenden Animateusen, und das dürfen nur die Tösen schreien. Und da auch nur die, mit deren Stimmen man Glas ritzen kann. Die aber dafür ununterbrochen. Ja, in der Früh beim Aufstehen, Volleyball! Beim Frühstück, Volleyball! Beim Vormittagsschlaf, Volleyball! Beim Mittagessen, Volleyball! Beim Nachmittagskaffee, Volleyball! Über dieses Volleyball! Da wirst du nicht eine Ruhe haben, da wirst du ein paar ruhige, entspannte Stunden mit der Partnerin. Da haben wir allerdings ein Problem. Also Sexualität und All-Inclusive, die ist nicht kompatibel. Und da spreche ich nicht von den Jungverliebten, denen es wurscht ist, am Strand, im Sand, im überhitzten Cinquecento-Mietauto. Ich spreche von Menschen wie Sie und ich, im schlechtesten Falle womöglich nur mit 2 Scharoppen. Und bitte, Hand aufs Herz, man hat sich ja für so einen Urlaub viel vorgenommen. Hasi, heute wirklich nicht im Büro, es war ein Wahnsinn, du. Aber dann im Urlaub, du Luder, du. Und wenn man der Statistik glauben darf, dann sollte ja doch das durchschnittliche Paar so zumindest einmal in der Woche. Totenstille im Turm. Rechnen Sie oder kommt Ihnen generell viel vor? Das war wirklich so. Nein, also das wär gesund. Also die Medizin sagt, das war halt gesund. Also da reden wir nicht von Gaude. Also, da geht's nur um die Entschlackung, ja? Pandarei. Da bekommt dann auf einmal das Jahr verdammt viele Wochen. Astronomen munkeln 52, gut, 3-mal hat man abgearbeitet, ihr Geburtstag, sein Geburtstag, Hochzeitstag, bleiben noch immer 49 Mal. Und spätestens dann, wenn du im Zimmer 16.221 bist, auf 20 Quadratmeter mit einem Doppelbett und 2 Garten liegen für die Schrauben, spätestens dann checkst du 7-mal am Tag, geht sie da nicht aus.
Man einigt sich dann konsensual auf einmal in dieser Woche. Dann dürfen die Kinder ausnahmsweise 1 bis 3 Bier trinken. Und am Industriespiritus nippen, bis sie komatös auf die Gartenliegen sinken und dann juhu! Aber da hatten wir das nächste Problem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hand aufs Herz. Das durchschnittliche österreichische Paar, so noch ein paar Jahre miteinander, hat doch miteinander 170 Kilo. Lassen Sie ihn erzählen. Okay, wurscht, wie es da zusammenrechnet. Ne? 105, 65, 110, 60, dahinter habe ich gesehen, 85, 85. Aber es sind 170 Kilo. Freunde, das ist ein Palettenzementsagel. Welchem südländischen Lattenrost ist das zuzumuten? Bei gewissen Schwingungen sind es 250 Kilo pro Bredel. Na, von dem Bumper eine Woche die angesoffen sind geschroben auf. Und dann die Peinlichkeit am nächsten Tag an der Rezeption. Well, hello. I'm from the room number 16,221 and yesterday our Lattenrost. Du, was heißt denn Lattenrost? Our Leighton-Roast broke. Yes, yes, the children, always jumping the children. Ja, aber wo willst du ausweichen? Hä? Nasszelle. Tja. Selbst einer österreichischen Villaroy und Boch sind 170 Kilo zu viel. Well, hello. I'm again from the room number 16,221 and yesterday broke our shithouse shell. Yes, the children, always jumping the children. Und was bleibt als Alternative? Der Balkon. Und wenn man dann um 3:30 Uhr in der Früh durch so ein Ressort schlendert, kann passieren. Ich möchte jetzt nicht Ihre Bilder haben. Durch so ein Ressort schlendert mit seinem Handtuch unterm Arm, um eine Liege zu reservieren. Dann hört man von den diversen Balkonen sanftes Gurren, verzücktes Keuchen, befriedigtes Schmatzen, bis Volleyball! Juhi! Volleyball! Ich muss ja zugeben, heuer war ja alles ein bisschen anders. Ne? Heuer war ich auch Urlaub. Heuer war ich und natürlich all inclusive. Ich war heuer, habe ich mir was gegönnt, aber doch jetzt träume ich, ich fahre wieder Urlaub, all inclusive. Fragen Sie mich nicht, wohin. Das ist das Angenehme an all inclusive. Es ist wurscht. Völlig. Ja, wirklich. Du wachst in der Früh auf, hast keine Ahnung, bin ich in einem Resort in Zypern, in der Türkei, in Ägypten, in Griechenland. Es ist völlig. Das Einzige, wo ich nicht mehr hin will, ist Ibiza. Das ist na, das ist so fad, da kriegst du die Urlaubsvideos erst 2 Jahre später. Also. Ja, aber sonst gerne überall. Du erfährst erst, wo du warst beim Rückflug. Am Flughafen, dort aufgrund der lustigen T-Shirt-Sprüche der Mitreisenden. Ne? Der Kali und die Monika waren auf Gran Canaria. Ja? Ich wahrscheinlich auch. Alles Porno in Livorno. Ja, Herr was Italien. Ja. Ich merkte erst in Sansibar, dass Lisa eine Transe war. Auf der schönen Insel Raab gab ich meine Unschuld ab. Nein, nicht dies, ich auch gleich mir. Oh. Ja, genau. So manchem hoch der Penis spross bei den Jungs auf Mykonos. Also. Urlaub mit einem Schirren macht in Sickertskirchen. Also viele mögen, um Gottes Willen, Sickertskirchen, wo seid ihr? Ich liebe euch. Das war ja Mönchkirchen ausgegangen. Ja.
Wahnsinn. Also ich war, Meer muss natürlich schon dabei sein. Ich liebe das Meer. Also nicht, weil ich auf die Salzlocken stehe, sondern weil ich so gern Menschen beobachte. Und besonders Pärchen, so junge Pärchen. Wo siehst du, die sind gerade frisch verliebt und das ist also zauberhaft und noch so rührend. Und wenn sie dann miteinander so Aktionen machen, wie zum Beispiel, sie laufen ins Meer, Hand in Hand laufen sie ins Meer und es müssen zwei sein, wenn auch muss einer schuld sein. Ja? Also sie nehmen sich, sie nehmen sich an der Hand, laufen, beschleunigen Richtung Wasser. Das Wasser umspült bereits ihre Fesseln und da sagt sie, du, und ich merke, das hat meine Haare nicht nass werden. Wir haben es nämlich in der Früh frisch gewaschen. Meine Damen, da muss ich Ihnen jetzt etwas über das fein ziselierte Hirn eines Mannes erklären. Wir haben da viele Abteilungen und Untergruppen und alles mehr, aber für so eine Information haben wir kein Areal, wo wir diese Information sinnbehaftet verarbeiten könnten. Das geht da rein, wie kann man sich, bevor man ins Meer geht, die Haare waschen? Das können wir Männer nicht verstehen. Ja? Also nichts mit Zendeln und Zerteln und Spritzeln im Wasser, weil man so verliebt ist, nur damit die depperten Haare nicht nass werden. Meistens erbarmt sich dann ohne dies eine gnädige Welle. Und sie, bah, du bist so blöd! Und schon stürmt sie an Land. Obwohl sie jetzt eh schon da bleiben könnte, ist eh schon wurscht. Und sie stürmt hinaus und kaum ist sie draußen, macht sie Folgendes. Haben Sie das schon mal beobachtet? Gell? Da nickt sogar die Nicht-All-Inclusive-Fahrer. Also, wenn Frauen aus dem Wasser kommen, machen sie halt. Ich war irritiert. Welch Bild? Gut, jetzt kommt der Herbst, aber nächstes Frühjahr schaut euch das an. Und es ist. Ja, zuerst habe ich gedacht, Autoerotik, warum nicht? Mittlerweile weiß ich, das ist, damit der Bikini schneller trocken wird. Und ist offensichtlich wurscht, wenn es ein bisschen länger feucht bleibt. Ja, bitte, und uns Männer macht man einen Vorwurf, wenn wir morgen hallo. Das ist, damit die Badehose schneller trocken wird. Einen habe ich noch. Summer Splash in Rimini, Himmel war mein Bimihi. Aus unserer Rubrik Sinnsprüche und Weisheiten. Willkommen im Schießverein Schießen lernen, Freunde treffen. Was halten Sie von Sex am Arbeitsplatz? Puh, ich bin Schaufensterdekorateur. Das ist mein voller Ernst, sagte die Ehefrau, als sie Lärm im Treppenhaus hörte. Sie können mich nachher fragen. Also das ist. Da sind schon Leute dahinter gekommen. Also das ist. Wenn die Polizei sagt Papiere und ich sag Schere, dann gewonnen. Die letzten Worte des Sportlehrers, Kinder, alle Speere zu mir. Jetzt geh schon einmal die Woche ins Laufhaus, glauben Sie nicht mehr so. Wirt, hey du, vom letzten Mal sind noch 5 Bier offen. Kannst Wecker schitten. Papa, ich wünsche mir zu Weihnachten einen Hund. Nix, du wirst dann Karpfen essen wie alle anderen auch. Jawohl. Ich versuche ja wirklich mit der Zeit zu gehen und
Und da ist mir natürlich ein Anliegen, politisch korrekt zu sein, versuche ich wirklich. Drum ich habe mir das Gendern zum Beispiel auf meine Fahnen geschrieben. Ich liebe das Gendern und es ist oft gar nicht so leicht, richtig zu gendern. Also wenn Sie wirklich auch vorhaben zu sagen, nein, ich möchte auch on top sein und einfach dabei sein und Sie kennen Sie wo nicht aus, das ist wirklich wahr, dann schauen Sie im Internet. Im Internet gibt es eigene Gender-Lexika. Dass man alles richtig macht, Genderlexika. Zum Beispiel, also Sie sitzen da jetzt in der ersten Reihe, Ihre Partnerin, Ihr Partner, das ist politisch unkorrekt. Ja? Wie glauben Sie, heißt das statt Partnerin und Partner? Kommen Sie nie drauf. Das heißt wirklich, das können Sie mir überprüfen, können Sie im Internet schauen, das heißt gegenüber. Die neue politisch korrekte Aussprache wäre gegenüber. Also neben Ihnen sitzt Ihr Gegenüber. Ja? Hallo Mama, hallo Papa, das ist die Ilse, mein neues Gegenüber. Oder helfen Sie mal, zum Beispiel Feuerwehrmann. Was glauben Sie, Feuerwehrmann? Wie ist gendermäßig Feuerwehrmann richtig? Heutzutage, was glauben Sie? Was wäre naheliegend? Feuerwehrperson? Ja, Feuerwehrfrau haben wir einige gesagt. Feuerwehrmann, Feuerwehr, stimmt alles nicht. Weil zum Beispiel zwischen Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau sind so viel dazwischen, die werden alle. Das heißt korrekterweise löschbeauftragte Fachkraft. Nein, nicht lachen, das ist so. Also wenn es da jetzt brennt, ja, dann rufen wir alle, Hilfe, wo ist die Löschbeauftragte, wo ist die Löschbeauftragte, wo ist die Löschbeauftragte, Löschbeauftragte, Hilfe, die Löschbeauftragte, wir brauchen die Löschbeauftragte, da schlägt schon so viel, dass Feier eh ausgeht. Die Löschbeauftragte Fachkraft, das wäre korrekt. Ich habe auch gegoogelt bei der Arsch. Da gibt es offenbar keinen Genderbedarf. Ja, auch wenn es Ihr Arsch ist oder Sie Arsch ist, aber Arsch bleibt Arsch und zwar männlich. Ja, also meine Herren, auf dem bleiben wir sitzen. Da hilft auch nicht schön Arsch. Also das ist Arsch, ist, ja, genau. Ich mag auch diese Innendebatte, ja, also Lehrer, Lehrerinnen, das finde ich schon großartig. Das ist, aber da ist schon so viel passiert. Ich habe zum Beispiel, wir haben immer das Problem, wir Kabarettisten, dass man uns nichts glaubt. Aber glauben Sie mir diese zwei Sätze, das stimmt wirklich. Ich war vor einer Schule und bei der Schule war ein Parkplatz und da ist gestanden, reserviert für Lehrkörper / innen. Wirklich. Ganz ernst, also falls hier Lehrerinnen herinnen sein sollten, sie sind auch Lehrkörperinnen. Oder haben vielleicht auch manchmal LehrkörperInnen, dass eine schauen müsste und vielleicht für einen Internisten ein Hinweis, was weiß ich, Lehrer. Früher, oder, ne, früher auf der Autobahn, ne, da gab es eine linke Spur, eine rechte Spur, heute steht Achtung, Spurinnen. Ja, politisch korrekt, das passt mal, Spurinnen. Ich finde es auch zum Beispiel wirklich arg, du gehst in einen Supermarkt, möchtest daheim ein Sugo machen und dort gibt es nur einen Tomatenmark. Ja, warum keine Tomaten-Sonja? Oder Tomaten-Susi, nein, Tomatenmark. Nein, wir haben nur Tomatenmark. Ne, das ist ja wie, oder am meisten regt mir auf die Mannerschnitten. Kennen Sie Mannerschnitten? Na klar, welcher Wiener kennt keine Mannerschnitte? Die Mannerschnitte, die, steht eh vorne, die Mannerschnitte, der Inbegriff des Weiblichen, das ist süß, knusprig, duftet, diese Form, schon, dieses Wasser rinnt im Mund zusammen und diese Verpackung, dieses Rosane mit diesem Dunkelblatt. Das, ja, aber innen drinnen total männlich dominiert. Mann und er. Das muss nicht sein in Zeiten wie diesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gendern wir jetzt miteinander mal Mannerschnitte. Also Mann wäre das weibliche Pendant. Frau und er wäre Sie, wir sprechen also von einer Frausi-Schnitte. Geh, Fräulein, bitte nur eine Packung Frausi-Schnitten. Kostet die gleiche Zeit, wäre aber politisch korrekt. Die Frausi-Schnitte oder ein Anwalt. Anwalt, da kommt eine Dame herein, kann doch der nicht sagen, ah, mein neuer Mandant. Wie müsste der sagen? Frau Dant. Also nicht Frau Dant, sondern meine neue Frau Dant. So wäre das korrekt. Oder beim Skifahren. Ja, Michaela Schifrin wieder Erster. Erster ist ja Blödsinn. Gendern Sie mal Erster. Erster. Ersterin. Auch ein schöner. Sehr schöner Ansatz. Ersterin, ja. Da lässt man alles beim Alten und macht so. Ja, sehr gut, ja. Das ist eher ein bisschen wie die österreichische Politik. Ja, genau.
lassen alles beim Alten und sagen, aber wir haben viel geändert. Also, wie? Bei uns geht es jetzt. Also, vielleicht ein anderer Vorschlag als Ersterin. Ja, da habe ich es gehört. Sie? Siste. Er, also, Erster und Sisi, das haben wir. Sisi. Sisi, das wäre korrekt. Ja, Michaela Schifrin, Sisi. Ja, schauen Sie nicht so, das ist modern. Sisi, ja, und die Erbse wäre die Siebse. Ja, und man könnte so verzopfte Worte loswerden wie die Herbergsmutter. Da wird man schon schlecht, eine Herbergsmutter, ne? Wie das alt klingt. Gendern wir mal Herbergsmutter. Also Herr wäre wieder Frau. In Berg haben wir ER drinnen. Frau Siegs, richtig. Und Mutter wäre? Vater, was heißt Vater? Ich gender man Wolf. Gendern Sie mal Mutter. Vater. Sie müssen noch viel lernen, gnädige Frau. Oh weh. Sie werden erfreut haben, wenn das im Fernsehen ausgestrahlt wird. Jeder im Bezirk wird einen Bogen machen. Mutter, Vater. Also gut, zweiter Versuch. Mutter wäre? Mutzi, bravo, Mutzi. Und es öffnete eine freundliche Frau Psiegs, Mutzi. Und gab mir eine Packung Frausischnitten. Es ist nicht schwer. Es ist nicht, mein Lieblingswort ist ja Mantelfutter. Mantelfutter, ja. Gendern Sie mal Mantelfutter. Mantelfutter wäre Frau Telfutzi, bravo. Ah, scheiße, schon wieder Loch im Frautelfutzi. Ja. Jeder Änderungsschneider kennt sie aus. Ein Loch im Frautelfutzi. Gut, man muss natürlich auch aufpassen, das verstehe ich schon. Es gibt Wörter, die sind heikel. Also gendern Sie mal, weiß ich nicht, herausgreifen. Frau ausgreifen. Also da beißt sich die Genderkatze in den Schwanz. Da muss man schon wissen, mit wem man gendert. Ja, also Gender ist ja schon falsch. Gender ist ja schon falsch. Müsste die heißen? Die Genzi-Debatte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, extra für diese Fernsehaufzeichnung, weil es ja doch um viel geht, habe ich ein Märchen für Sie geschrieben, weil ich finde, Märchen sind ja politisch wahnsinnig unkorrekt. Ja, in jedem Märchen kommt meistens eine strohblonde, strunzdumme Prinzessin vor. Mit einem IQ von einer Styroporplatte. Ja, so, pfff, au, jetzt habe ich mich gestochen, prangt tot. Ja, also, eh nicht schon. Nein, ich brauch's nicht lachen, die Schwarzhaarigen sind nicht viel schlauer. Ja. Ist das aber ein schöner roter Apfel? Prangt auch tot, ja. Gut, wohingegen die Stiefmutzis, ja, jetzt können wir schon ein bisschen gendern, gell? Die Stiefmutzis, der Inbegriff des Bösen ist. Wo die Männer in den Märchen, das sind meistens super Burschen, der König, völlig gechillter Ferl mit den langen Federn, mit dem Rauschebart, mit dem Krönchen drauf. Und der, die Prinzessin zu retten, der Prinz überhaupt, der Wahnsinn, ein Adonis, hochintelligent, mit einem Stahlbeton-Body wie Ottfried Fischer nach der dritten Fettabsaugung. Und ich sage Schluss mit diesen Klischees und präsentiere Ihnen hiermit das ultimative Genzi-Märchen. Andi, mein wunderbarer Techniker, schaffst du es vielleicht? Also ich muss jetzt ihre Fantasie ansprechen. Kannst du uns mit dem Licht helfen? Kannst du irgendein Märchenlicht zaubern? Mach ein Märchen. Ja, die leichten Scholle, schau. Das ist Märchenlicht, okay. Ja, also wie gesagt, wir arbeiten mit ihrer Fantasie. Das ist ein Märchen. Also hier ist unser ultimatives Genzi-Märchen. Liebe Kinzi. Kinzi? Kinder? Kinzi? Kinder, genau. Kinder. Liebe Kinzi. Es war einmal ein wahnsinnig dummsi? Dumm und Schirchsi? Prinz mit Name Prinz Dame Frau aus Damenals. Dame Frau? Hermann, bravo! Hermann, gut, das hätte aber alle wissen können, nicht? Also. Dame, Frau. Hermann, ja, aus Damenals. Das war der Herr Neuser. Der schraubte den ganzen Tag lustlos an seinem Moped-Frau rum.
herum und war für sonst nichts zu gebrauchen. Der hatte Absi? Aber einen fast noch schierchsieren Stiefvatzi. Denn Frau zog weit, sie von Frau hat's Psyk. Gut, da hilfe ich. Der Frau zog, wäre da? Herzog, ja. Walzi? Walter. Frau hat's Psyk. Frau wäre wieder? Mann hat's? Mann hat's Berg. Frau hat's Psyk. Der sperrte den schieren Prinzen in einen hohen Turm, weil er selbst der Schierste auf der Welt sein wollte. Spieglein, Spieglein, komm, sag an, bin ich schier Sie als Dame, Frau? Also vor dem Gendern hätte sie sich gereimt. Ne? Spiegel, Spiegel, komm, sag an, bin ich schierer als Herr Mann. Aber ich finde, beim Gendern darf man keine Kompromisse machen. Als Dame, Frau? Du bist zwar schierig, das ist ein Hit, doch gegen einen Prinz bist du Brad Pitt. Da ritt die Wunzi-Schöne und wahnsinnig intelligente Prinzessin Afrauda, Amanda, genau, aus Mausibach, Mauerbach, die waren alle aus der Ecke, ja. Ja, die haben wir das da reiten müssen. Nicht? Verkleidet als Schwarzi Ritzi. Am hohen Turm vorbei. Und als sie das gar grausige Spiel des schieren Prinzen auf seiner Frau Doline hörte, da rief sie: O Schirchsi Prinz, lass dein güldernes Brusthaar Frau Runzi herunter, damit ich dich retten kann. Ich hab einen schieren Ützibiss. Und eine Fradelentzündung. Egal, ich habe auch Frappes. Da ließ er sein güldernes Brusthaar Frau Runzi und sie kletzte hinauf. Und obwohl sie sich am Fenster einen Spritzi einzog, lebten sie mit ihren vielen, noch viel schirchsieren Kindsies bis ans Ende ihr Seetage. Als der Zaubsi Spiegel ab sie dem schieren Stiefvatzi sagte, seid's nur dabei? Sonst fange ich nochmal an. Also das ist, ich kann's auswendig, ja. Als der Zaubsi-Spiegel Absi dem schieren Stiefvatzi sagte, dass die Kindsis des schieren Prinzen noch viel schirchsierer wären, da biss er voll Wut in eine giftige Frau Darine. Und sein Frauz brach. Der Zaubsi-Spiegel Absi zibarst in Hunzi-Splitzi. Hunzi Splitzi. Ah, es ist ja Wahnsinn, ich sage, aber das macht mir Spaß, so ein bisschen Frauenversteher zu sein. Das taugt mir. Nein, das entspricht mir auch. Ich habe auch so Frauenzirkel, wo ich mich so ein bisschen eingeschlichen habe. Na, nicht hoch, so auf unauffällige. Und also ich belästige niemanden. Na, wirklich nicht. Also ich schleiche mich da ein, so Mimikry, man erkennt mich da gar nicht. Da bin ich. Da, und das ist hochinteressant. Hochinteressant. Wirklich. Das ist für einen Mann eine neue Welt. Wenn Frauen untereinander über Frauen reden. Und also geschweige denn über Männer. Neue Welten haben sich da aufgetan. Ja. Mittlerweile darf ich sogar schon Fragen stellen. So vertrauen die mir. Ja, ja. Und da habe ich natürlich, ich gebe es zu, na, da bin ich halt ein Mann, am meisten die sexuelle Komponente interessiert. Weil sexuell kenne ja ich nur mich, also männlicherseits kenne ich nur mich und da war sie super. Ja, aber sonst
Ja, also als Mann ist man ja da oft orientierungslos und hilflos. Frauen glauben immer, wenn wir Männer zusammen sind, dass wir nur über Sex reden. Überhaupt nicht. Frag deinen besten Haverer, hey, wie bist denn du im Bett? Der König der Erde, Freundschaft, bevor er da irgendwas sagt, frag einen Mann alles. Frag einen Mann, weiß ich nicht, welcher Wein passt am besten zu gegrilltem? Und er wird sofort sagen, Bier. Aber fragen Sie einen Mann, wie tust denn du beim Orgasmus? Jo, ey. Und es gibt, das ist sehr interessant, Bildungsauftrag, ORF3. Es gibt offensichtlich unterschiedliche männliche Orgasmustypen. Das ist jetzt aus Frauenmund, das wusste ich nicht. Aus Frauen, zugegeben, es wird ein bisschen wissenschaftlich. Ja? Es gibt zum Beispiel den Brüller, wo sich die Nachbarn die Zigarette danach anzünden. Ja, da gibt es den Joker-Typ, sagt ja. Aha, da spielt nur einer Lotto. Das kennen die nicht kennen, dann, wenn sie nicht Lotto spielen. Fragt sie ihn, er ist da berufen. Ja. Dann gibt es natürlich den Klassiker, nicht erster. Ja, okay, ja. Also den kennen offensichtlich alle, ja, die Männer. Ja. Der ist meistens zusammen mit und wie war ich. Das ist derselbe Typ. So erster und wie war ich. Das gehört zusammen, quasi. Ja. Und dann gibt es auch den Eduard Munch-Typ. Lautlos. Dafür umso intensiver. Ja. Dann gibt es auch den Winsler, der... Wo sich die Frau denkt, Jesus, na, bin ich irgendwo draufgestiegen. Also, hoffentlich nicht am Schwanz. Und dann gibt es auch den Hechler. Der, ja, brav, kriegst du einen Keks. Pff. Und dann gibt es auch den Weiner. Der, es war so schön, wenn das die Mama noch erlebt hätte. Dann gibt es auch den Abreißer, der Jössesna. Ui, Jössesna, jetzt hätte ich es fast nicht mehr da halten. Boah, jetzt haben wir beide Masel gehabt. Gell? Hiha. Und meine Damen, war ihr dabei? Allen Ernstes, an der Stelle hat einmal eine Dame herausgerufen, wann ich mich noch erinnern könnte. Ja. Wohingegen der weibliche Orgasmus eine Mauer des Schweigens. Ja, nichts habe ich ausgebracht. Nein, kein, überhaupt nichts. Ja, gut. Wir kennen seit dem Film Harry und Sally, da wissen wir, dass Frauen gute Schauspielerinnen sind, aber sonst... Ja. Wobei sich ja für uns Männer gar nicht so sehr die Frage des Wie, sondern eher die Frage des Ob überhaupt stellt. Also wenn es ums Abnehmen geht, dann wahrscheinlich nie. Weil ich weiß nicht, ob Sie gewusst haben, der weibliche Orgasmus verbrennt so circa 120 Kilokalorien, der vorgetäuschte allerdings 494. Also, meine Herren, wenn Sie an Ihrer Seite so eine zarte Elfe haben... Dann war er in der Saunarunde nicht allzu guschert. Ja. Ja, aber wenn ihre eben ein bisschen fester ist, dann sind sie auf der sicheren Seite. Ja. Also sexuell weiß ich das Einzige über mich, das dafür aber ganz, ganz verlässlich. Du bist der erste und einzige Mann, bei dem ich je einen Orgasmus hatte. Danke, Horsti. Ah, Herbert, wie komme ich jetzt auf... Horsti! Ah ja, einen habe ich noch. Wie heißt ein helles Mammut? Helmut.